Ungeduldig haben sich heute die Katzenbabys in ihrer Unterkunft umgeschaut. Prominenter Besuch hatte sich im Tierheim Jena angekündigt und den konnten sie kaum abwarten. Nico Schwanz, Friseur, Sänger und Fernsehdarsteller, kam am Nachmittag vorbei. Er übergab dem Tierheim 1.500 Euro. Das Geld kommt natürlich daher von meinem Gewinn, was ich vor 2 Wochen auf RTL 2 gewonnen habe. Die Sendung nennt sich Das Tier in mir, ist so eine Reality-Show für VIPs. Und wer gewinnt, kann natürlich das Geld dann ja, an ein Tierheim oder etc. spenden. Und das habe ich natürlich für Jena gemacht. Man musste versuchen, in dieser Show in 3-4 Tagen, musste man versuchen, in eine Gruppe aufgenommen zu werden von Tieren. Ich hatte Straußen und habe es wirklich sehr, sehr schwer gehabt und mir ging wirklich der Arsch. Also ich habe Angst gehabt und im Endeffekt habe ich es natürlich dann auch geschafft. Ich wurde aufgenommen in der Gruppe. Ich habe mich in der Sendung in eine Straußin verliebt oder die Straußin in mich und die habe ich dann 1.000 Euro auch gespendet, weil wir waren auf einer Straußenfarm und die werden natürlich alle zerhackt und Straußenfleisch etc. Und die hat mir dann so leid getan, dass ich dann gesagt habe, hier 1.000 Euro Patenschaft, dass sie einfach ein schönes Leben hat. Das Tierheim Jena will mit dem gespendeten Geld Tierarzt und Futter bezahlen. Finanzielle Unterstützung nimmt die Einrichtung immer gern entgegen. In diesem Jahr sind hier etwa 7.000 Euro an Spenden eingegangen. Zu wenig, um den gegenwärtig etwa 100 tierischen Bewohnern und ihren Pflegern das Überleben zu ermöglichen. Derzeit haben wir um die 70 Katzen, weil sehr viele gefunden wurden. Und die Katzen auch, die gefunden wurden, alle ziemlich schwer krank waren und sehr hohe Tierarztkosten gebraucht haben, auch nicht kastriert waren, auch kastriert werden mussten von uns. Hunde haben wir derzeit um die 15 Hunde. Das geht gerade, bis vor einem Monat konnten wir gar keine Hunde mehr aufnehmen, weil wir komplett voll waren. Jetzt haben wir wieder einige vermittelt, wo auch das ein oder andere Tier ein bisschen krank war und viel Medikamente brauchte. Kleintiere hält sich momentan in Rahmen, da sind wir bei etwa 20 Kleintieren. Allerdings haben wir jetzt in den letzten 2 Tagen 5 Nymphensittiche reinbekommen. Auf einen Schlag ist auch ein bisschen viel. Und um dieser wirklich überleben zu können, damit auch unsere Lehrlinge ihre Lehrstellen hier nicht verlieren, bräuchten wir noch gut 10.000 Euro, um das Jahr zu überstehen. Wenn Sie es Nico Schwanz gleich tun und einen Beitrag zum Überleben des Tierheims leisten wollen, unter der eingeblendeten Kontonummer können auch Sie spenden.